Guten Morgen. Ich lese nebenberuflich selbstständig Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. So, damit das nicht zu lange dauert, ich bin angekommen im Kapitel Freie Berufe, Handwerk und Gewerbe. Ich habe festgestellt, dass, wenn ich mich selbstständig mache, ich wahrscheinlich freiberuflich selbstständig sein darf. So beginnt das Kapitel. Danach habe ich was vorgelesen zu Meisterpflicht, Innung und Handwerkskammer, der IHK-Mitgliedschaft, und so funktioniert die Gewerbeanmeldung. Ein Gewerbe muss man nicht anmelden, wenn man freiberuflich selbstständig sein darf. Ich bin angekommen bei Ihre Geschäftsräume, was Sie beachten sollten. Dazu gibt es ein Interview oder ein Statement, ein Zitat, das ist wahrscheinlich ein Zitat von einem Rechtsanwalt. Es gibt Tipps, es gibt ein Beispiel, es gibt Urteile, es gibt noch einen Tipp und dann ist das Kapitel zu Ende. Und was Arbeitgeber und Arbeitsagentur wissen müssen, damit geht es weiter. So. Ihre Geschäftsräume, was Sie beachten sollen, um ein Gewerbe auszuüben, brauchen Sie die notwendigen Räume. Der Raumbedarf mag zwar beim nebenberuflichen Gewerbe gering sein, aber ganz ohne Geschäftsräume geht es nicht. Dabei ist es wichtig zu wissen, unter welchen Umständen private Wohnräume und Nebenräume wie Garage und Hobbyraum problemlos umfunktioniert werden können. Vorsicht, Zweckentfremdung. Ein wichtiges baurechtliches Kriterium ist die Frage, ob ursprünglich als Wohnraum vorgesehener und als solcher auch genehmigter Raum auf einmal einer gewerblichen Nutzung dienen soll. In vielen Städten gibt es hierzu sogenannte Zweckentfremdungsverordnungen, die jedoch nicht immer einheitlich gestaltet sind. In Solingen gibt es sowas meines Wissensstandes noch nicht. Liegt daran, dass es früher in Solingen viel Heimarbeit gegeben hat. Deshalb sollte es hier kein Problem geben. Es ist auch nur ein Zimmer in meiner Wohnung auf der Thüringer Straße in Solingen. Bei meinen Eltern habe ich einen Schreibtisch stehen. Da steht mein Notebook drauf. Da werden die Videodateien hochgeladen. Das sollte auch kein Problem darstellen. Eine eindeutige Zweckentfremdung liegt vor, wenn zum Beispiel eine Wohnung komplett in eine Produktionswerkstätte umgebaut wird. Ist hier nicht der Fall. Es gibt eine Küche, da arbeite ich gerade dran. Es gibt ein Wohnzimmer und es gibt ein Schlafzimmer und es gibt ein Badezimmer. Und wie gesagt, es ist nur dieser eine Raum. Den kann man auch noch als Wohnraum nutzen. Ich tue das teilweise. Es steht halt eine Kamera drin, es steht ein Mikrofon drin und es stehen zwei LED-Fotoleuchten drin. Liegt dafür keine ausdrückliche Baugenehmigung vor, dann ist der Ärger in Form von Bußgeld und gegebenenfalls im zwangsweise angeordneten Rückbau praktisch programmiert. Hier muss nichts zurückgebaut werden. Kulanter sind in aller Regel die Rahmenbedingungen gefasst, wenn der Wohnraum auch weiterhin überwiegend Wohnzwecken dient und nur ein kleiner Teil davon die gewerbliche Existenz beheimatet. Ja.
Zusätzlich von Vorteil ist es in diesem Fall, wenn Sie ausschließlich selbst in Ihrer Wohnung arbeiten und hier keine Arbeitnehmer beschäftigen. Ist bei mir auch der Fall. Allgemein lässt sich festhalten, je weniger Lärm und andere Emissionen Sie verursachen und je weniger Publikumsverkehr haben, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Bauamt die teilweise gewerbliche Nutzung des Wohnraums ohne weitere Auflagen durchwinkt. So, ich möchte an der Stelle sagen, hier wird nur gesprochen, ich schreie auch nicht rum, Publikumsverkehr gibt es keinen, ab und zu kommt mein Bruder oder meine Mutter vorbei, ansonsten gibt es hier wirklich keinen Publikumsverkehr, alles im grünen Bereich. Auch Nutzungen, die keine Zweckentfremdung darstellen müssen von der Bauaufsichtsbehörde, genehmigt werden. Aha. Das sind hier aber auch keine Geschäftsräume, weil ich kein Gewerbe anmelde. Ich bin in einem, ich bin freiberuflich selbstständig. Deshalb brauche ich die auch gar nicht anzumelden, glaube ich gerade. Kein Gewerbe, keine Geschäftsräume. So, freiberuflich. Regeln beachten. Hier macht ein Rechtsanwalt und Baurechtsexperte auf besonderer Stelle die Regeln in Wohngebieten aufmerksam. Hier gelten meist strengere Auflagen als für sogenannte Mischgebiete. Grundsätzlich ist in Wohngebieten nur die Ausübung eines freien Berufs, nicht aber eines Gewerbes erlaubt. Das mache ich ja hier. Aha. Grundsätzlich ist im Wohngebiet nur die Ausübung eines freien Berufs, nicht aber eines Gewerbes erlaubt. Ausnahmen gelten jedoch für Branchen, die als nicht störendes Gewerbe eingeordnet werden. Dazu zählen beispielsweise Finanzvermittlung oder das Anbieten von IT-Dienstleistungen in Form von Kleinunternehmen. Ich übe hier einen freien Beruf aus. So, Tipp. Frühzeitig das Bauamt informieren. Frühzeitig das Bauamt informieren. Weil die Regelungen nicht überall einheitlich sind und teilweise auch ein gewisser Ermessensspielraum besteht, empfiehlt sich der frühzeitige Kontakt zu dem für Ihren Wohnort zuständigen Bauamt. Schildern Sie dort so realistisch wie möglich Ihre Vorhaben und überlegen Sie für den gegebenen Fall schon vorher, wie Sie eventuelle Beeinträchtigungen für die Nachbarschaft auf ein absolutes Minimum reduzieren können. Selbst auf die Gefahr hin, dass Ihr Vorhaben abgelehnt wird, ist das immer noch besser, noch die bessere Alternative als das klammheimliche Beginnen mit Arbeit, wenn dann ein verärgerter Nachbar die Aufsichtsbehörde informiert. Kann es für Sie teuer werden? So. Unter Umständen kann es vorkommen, dass Ihnen die Entsorgungsbehörde einen zusätzlichen Müllgebührenbescheid ins Haus schickt, weil die Sachbearbeiter davon ausgehen, dass Sie als Gewerbetreibender mehr Müll produzieren als ein privater Haushalt.
Wenn Sie jedoch glaubhaft machen können, dass Ihr Müllaufkommen durch die Existenzgründung nicht steigt, dann lässt sich ein solcher Bescheid auch schnell wieder rückgängig machen. Wenn Sie Ihr Gewerbe im eigenen Haus betreiben, ist das Prozedere in Bezug auf die Raumnutzung für Sie an dieser Stelle beendet. Anders hingegen, wenn Sie Eigentümer einer Wohnung sind. Hier hat nämlich die Eigentümergemeinschaft noch ein Wörtchen mitzureden. Im Grunde greifen hier ähnliche Kriterien wie in baurechtlicher Hinsicht. Kritisch wird es bei starkem Publikumsverkehr, ausschließlicher Nutzung einer Wohnung zu gewerblichen Zwecken und die Beschäftigung von Arbeitnehmern. Auch als Mieter sind Sie nicht immer der alleinige Entscheider, wenn es um die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten im Wohnraum geht. Hier gelten im Prinzip dieselben Kriterien wie bei der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft von Mehrfamilienhäusern. Gänzlich verbieten kann Ihnen der Vermieter die gewerbliche Tätigkeit in der Wohnung übrigens nicht. Unabhängig davon, ob Sie angestellt oder selbstständig sind, ist es nämlich erlaubt, in der Wohnung auch zu arbeiten, wobei wie bei den bisherigen Konstellationen der Schwerpunkt auf dem Wort auch liegt. Die gewerbliche Nutzung der Wohnung in diesem Rahmen ist nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 14.07.2009 sogar dann erlaubt, wenn der Mietvertrag eine Nutzung zu anderen als Wohnzwecken ausdrücklich untersagt. Urteile. Das Einrichten einer Ecke im Schlafzimmer für Computer- und Buchhaltungsarbeiten ist kein unerlaubter gewerblicher Gebrauch der Wohnung. Landgericht Frankfurt-Main 95. Auch schon mehr als 10 Jahre her. Naja. Das Betreuen von Kindern täglich als Tagesmutter gegen Entgelt muss vom Vermieter vorher genehmigt werden. Landgericht Berlin 92. Auch schon mehr als 10 Jahre her. Liebe Verbraucherzentrale. Liebe ZDF-Wieso-Redaktion, das sind zu alte Urteile. Die Einrichtung eines Ingenieurbüros in der Wohnung mitsamt dem Anbringen eines Firmenschildes bedarf der Genehmigung des Vermieters. Landgericht Schwerin 95, auch zu alt. Bei Mehrfamilienhäusern gilt, bezogen auf das ganze Haus, darf in Wohngebieten maximal die Hälfte der Wohnfläche als Bürofläche genutzt werden. Das gilt nicht nur für Gewerbetreibende, sondern auch für Freiberufler. Das ist aus 2001 so. Ist noch relevant. Da kriegt man noch das Urteil vom Gericht. Die werden dann nur 10 Jahre geführt, die Urteile. Da kriegt man die nicht mehr. Sollte jemand, der so ein Heftchen schreibt, eigentlich wissen. Tipp: Den Vermieter informieren mache ich hier auf gar keinen Fall. Es ist in jedem Fall empfehlenswert, den Vermieter über eine nebenberufliche Existenzgründung zu informieren. Auch wenn Sie juristisch dazu nicht verpflichtet sind, ist das Spielen mit offenen Karten in dem Verhältnis zwischen beiden Vertragsparteien immer zuträglich. Ich werde hier in einer genossenschaftlichen Wohnung ganz bestimmt nicht das Arschloch vom Vorstand informieren, dass ich hier eine Kamera hingestellt habe und Bücher der Verbraucher ist dann erstmal die Nummer drauf. Ja,
Bücher der Verbraucherzentrale vorlese. Meiner Meinung nach hat er das zu tolerieren. So, der letzte Absatz und dann geht ein neues Kapitel los, nämlich das Kapitel, was Arbeitgeber und Arbeitsagentur wissen müssen. Ich bin dann schon auf der Seite 30. Das Heft hat. Das Impressum ist auf Seite 160. Das ist der Anhang. 149 Seiten. Das geht. Das kriege ich durch. Sonderregelungen gelten, wenn Sie als Musiker selbstständig sind oder in Ihrer Wohnung Musikunterricht erteilen. Zunächst einmal fällt das Musizieren unter die freie Persönlichkeitsentfaltung und darf nicht grundsätzlich verboten werden. Andererseits muss der Nachbar auch nicht hinnehmen, zu unüblichen Zeiten von Musikübungen belästigt zu werden. In Mehrfamilienhäusern kann daher das Erteilen von Musikunterricht an Sonn- und Feiertagen, an Werktagen nach 19 Uhr, an Samstagen nach 17 Uhr durch die Hausordnung oder einen Beschluss der Eigentümerversammlung ganz untersagt werden. Außerdem ist es möglich, vom Musiker in zumutbarem Umfang schalldämmende Maßnahmen zu verlangen. Dazu zählt beispielsweise das Platzieren des Klaviers auf Gummiklötzen oder das Abrücken des Klaviers von der Wand. So, damit ist das Kapitel beendet. Es geht weiter mit, was Arbeitgeber und Arbeitsagentur wissen müssen. Tschüss.